und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge die Nachbarsbauern-Challenge der Generationen. Ich bin der Franke und wir sind dabei, hier das Ding gemütlich zu gewinnen. Aber ich lasse euch da mal kurz hier die anderen auch noch ein bisschen, ne? Ja, genau. Hallo von mir auch ja, an meine Zuschauer, an die Zuschauer vom Andi. Und ja, ich renne hier gerade ein bisschen planlos am Hof rum. Ja, genau. Hallo und tschüss. Hallo und tschüss. Tschüss. Wie, du brennst planlos am Hof rum? Ja, ich hab nichts mehr zu tun. Dann hier, nimm den Traktor und hier liegen noch so zwei, drei Gashäufchen. Die sind jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich. Und dann gehe ich eine Kettensäge mir organisieren. Ja, eigentlich okay. Ist die Wiese durch. Ja gut, dann ja, mache ich das mit dem Gras schnell fertig und dann, genau, Kettensäge, dann machst du die Bäume da auf der Wiese fertig. Ich hole gleich den Tiefenlockerer. Genau, also... Und fang an, dann da um zu ich arbeiten. Hab das Gras eigentlich jetzt schon runter. Gut, dann... Ah. So. Bitteschön. So, danke. Dann gehe ich mal in den Shop und bitte eine Kette. Kettensäge. Hättest du einen Wunsch, Kettensäge? Da du eigentlich nur Bäume fällen wirst, denke ich mal, mach, was du willst. Gut, dann nehme ich die Husqvarna. Boah, so. 1000 Euro weniger. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So. Ich denke, ich werde die Wiese erst pflügen und dann werden wir kalken. Dann sieht man das besser. Bis dahin hast du auch die Insel weggeflext, sozusagen. Bestimmt, da braucht auch noch eine Stubbenfräse. Jupp. Ja, die Gerukis haben einen kleinen Vorteil aktuell, habe ich festgestellt. Ja, warum? Bei denen ist das Ackergras schon reif. Okay. Die sind da wohl schon am Ernten. Aber wir haben halt den Vorteil mit dem Wald, den wir jetzt dann gleich in Angriff nehmen werden. Ja. Und mir ist das so eine Idee gekommen, dass warum wollen wir das denn überhaupt verladen? Seilen wir drin hinziehen oder was? Ja. Oh, kann man auch machen. Ist noch günstiger. Achso, du hättest mich eigentlich mal mitnehmen können, ne? Wo ist denn der Schlepper? Der steht direkt am Hof. Kannst ja anwählen auf der Karte und reinspringen. Wenn ich ihn gefunden hätte, das sind aber so viele Punkte. Ja, dass dann nimm irgendwie die Kuhweide oder der Kuhstall oder so irgendwie. Ach da. Neben der Werkstatt. Ja. Schmutzig ist er. Heieiei. Ja, der muss arbeiten. Das ist richtig. Und jetzt muss er gleich noch viel mehr arbeiten. Ich hol die Seilwinde, ne? Ja. So, dann stellen wir den mal hier kurz rein. Hier. Da muss man sich so dran gewöhnen mit dieser Bremskraft. Das ist, Boah, ich schieß an den Zielen vorbei, das gibt's gar nicht. An der Motorbremse, meinst du? Ja, diese verringerte Bremsleistung, diesen Mod, den wir da drauf haben. Ja, der verringert nicht die Bremse, sondern die Motorbremse ist einfach nur geringer. Also jedenfalls merkt man es deutlich. Ja. Auch beim Abwärts, wenn es irgendwo bergab geht, dann schiebt es richtig hinten dran. Ich finde das richtig cool. Ja, so, jetzt muss ich nochmal gucken, wo steht jetzt der Tiefenlockerer? Oh, der steht auch da, wo er soll. Ah, ich bin begeistert. Ja, wir haben hier voll die Ordnung auf dem Hof. Bei den anderen zwei, da ist hier ein Durcheinander am Hof, da findest du mal gar nichts. Da hättest du mal hören sollen, wir haben ja dieses Stappenbach-Projekt, wie sich die zwei da, nee, beziehungsweise Bennett sich aufgeregt hat über Simon, die haben ja zusammen einen Hof. Ja. Oh, Simon stellt alles kreuz und quer hin und ich muss immer alles, ich habe gerade aufgeräumt und alles ist wieder kreuz und quer und da haben sich die richtigen zwei gefunden.
So. Kaffen 4.500, ja, das ist halt schon easy, ne? Boah. Ihm kann denn die Spritze, ist aber nicht unsere, oder? Nee, das ist nicht unsere. Haben wir denn eine Spritze? Ich glaube nicht. Wir haben Striegel. Ah. Ach nee, nicht, nein, 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 nicht auf das Sojabohnenfeld fällt mit dem Flug. Boah. Wäre jetzt nicht so der Banner. Deswegen. Ah. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Oh, da liegen Bäume. Ja. Tschüppidu. Komm mal her, du Bäumchen. Liegt da einer da vorne? Nö, dann nehmen wir den weg. Mal gucken, ob der Surfer jetzt gleich abschmiert. Hä? Warum? Kann ich die Kette nicht anmachen? Ah ja. Jetzt ja. Was war? Oh. Uiui. Ich, Was machst du für komische Kunststückchen hier? Ich hab Red Bull gefrühstückt heute Morgen. Ich sag's dir. Ah, Puh. du hast mit B macht man, glaube ich, die Kette dran, ne? Ja. Ja, und B ist auch Geschwindigkeit erhöhen. Sehr gut. Können wir das aber mal. Ich muss das mal nach der Folge, muss ich ja mal. Ja, kannst du ja in deinen Tastenkonfiguration ändern. Ja. So, den Baum mal da rausziehen aus dem. Bin ja mal gespannt, was das wirklich jetzt bringt. Ach, da ist gleich der zweite Baum auch gleich mit drin, das ist so. Müssen wir den vorher überhaupt in den Asten oder verkaufen wir den oder so? Glaube, gute Frage. Macht das einen Unterschied? Ich habe das noch nie getestet. Ich auch nicht. Also ich weiß ja, dass wohl die Länge und die der Schnitt des Baumes Einfluss auf den Preis hat. Ja, aber ob es jetzt das Entasten, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Weil das kostet halt echt viel Zeit, ne? Ja. Alter, ich bin schon wieder so schnell. So, die Geschwindigkeit wieder. Okay, so. Oh, gucken wir mal. Vielleicht die Straße ein bisschen mitgekehrt. Ja. So, wo muss man denn jetzt überhaupt hin? Ach ja. Oh, genau, beim Feld 1 rechts rum und dann immer geradeaus. So ist es. Ja, die brauchen halt noch 200.000. Das ist schon echt viel Geld, was denen fehlt, um das, sich das Waldstück zu kaufen, ne? Ja, die Frage ist halt, wie viel die jetzt mit dem Ackergras schon rausbekommen. Mhm. Aber wie gesagt, unser Ackergras wird ja auch in der nächsten
Wachstumsphase ist das auch reif, dann können wir da an die Ernte gehen. Und okay. Wir können halt eben jetzt eben schon das Holz machen. Das ist halt unser großer Vorteil. Ja, aber das Ackergas wächst ja dann echt verdammt schnell, ne? Ja, es ist ja generell, guck mal, die Sojabohnen sind ja eben ja auch schon ein Teil gewachsen. Ja. Eben. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier werde ich erstmal um die Insel rumfahren, weil ich glaube, da sind ja die Baumstümpfe noch da. Oh ja, da bauen wir noch die Baumstümpfe. Da will so, ich mir meinen Flug nicht kaputt machen. Ah, wir müssen hier hinten rein. Ja, und schon bleiben wir hängen. Na komm, zieh rum. Baum müsste ja dort keiner mehr liegen, ne? Die habe ich ja alle drei schon. Ja, Bäume sind weg. Im Grunde müssen wir gucken, dass man dann eben wirklich aus dem Geld, was man jetzt aus dem Wald macht. Oh, 1300. Oh. Das war jetzt aber nicht so der Burner, ne? Ja, gut, das waren jetzt auch kleine Bäume. Mach doch einfach mal testweise einen Baum aus dem. Einen großen Baum aus dem Wald. Um mal zu gucken, was der bringt. Und dann eben wirklich gucken, welche Felder reif sind und dann Felder kaufen und gib ihm. So, ich muss nochmal ein Stückchen von. Hallo? So, jetzt. 116 hat das kleine Stämmchen gegeben. Das ist jetzt aber. Da wird aber keiner reich davon. Und dann müsste man. Nee, warte mal. Mit dem. Hey, ich wollte gerade sagen, das Silo könnte man auch schon festfahren, aber wenn das Ackergras ja bald reif wird, dann haben wir ja noch mehr Gras, was wir gleich zur Silage machen können. Mhm. Oder haben wir da, wir haben doch zwei Silos. Wir haben zwei Silos, ja, das sind ja eh nicht viel drin im ersten Silo, das sind ja nur, keine Ahnung, 60.000 oder so. Das ist ja echt ein kleines Witzchen. Boah, müssen wir gucken. Mal gucken, wie schnell das Ackergras reif wird. Ja, die haben ihr Feld 20 mit Ackergras, haben sie schon abgeerntet. Okay. Das ging aber schnell. Und was haben die für einen großen Mäher? Die 21, was auch immer da drauf ist, Weizen, das ist auch schon abgeerntet. Boah. Die sind gut dabei. Und warte mal, spionieren wir mal. Ja, Geld haben sie jetzt 62.000, also da ist ein bisschen was dazu bekommen. So, dann schauen wir mal, was das bringt. So, einmal. Oh Gott, ich muss endlich mal die Taste da ändern. Sonst kriege ich jetzt gleich einen Anfall. Hier. Eine andere Taste. Pff, welche nehme ich denn? Ü. Das benutze ich nicht sehr häufig. Ja. Gott. Einmal da und einmal da. Gut. Schauen wir mal, ob wir die Wasser gleich rauskriegen. So, dann wird es ja heute ein lockeres Spiel. Ha. Irgendwie hagelt's heute für das Ellerbach-Projekt Absage nach Absage. Oh. Und wir haben ja wirklich das Problem, dass wir, wenn wir 11, 12 Leute auf dem Server sind, es einfach nur noch ruckelt ohne Ende. Mhm.
Und jetzt haben im Grunde 4 Leute sind heute nicht da. Da sind wir nur zu 8. Und dann läuft das flüssig. Ja, da können wir richtig spielen mal. Und wir haben keine Ahnung, woran das liegen kann. Es ist zum Aus der Haut fahren, ehrlich gesagt. Ja, die Server, ne? Und es kann definitiv nicht der Server sein. Wir haben eine CPU-Auslastung von 30%. Da ist irgendwo, entweder haut da wirklich ein Mod dazwischen. Oder ja, ich gut, weiß es nicht. Aber die CPU-Auslastung ist jetzt ja nicht wirklich aussagekräftig, ne? Weil die auch, also wenn ich bedenke, wir hatten, als wir zum Beispiel die Hopfach mit mehreren Leuten, da war die CPU auf 100% hoch. Ja, das glaube ich sogar sofort. Weil die Hopfach halt, ja, die ist halt ja, das ist groß. Das ist die Hopfach. Sie zerstört einfach alles. Aber ich bin immer noch glücklich mit. Mit der Hopfach? Ja, ja. Ich auch. Obwohl ich viel zu selten spiele. Ich jamme mich auch. Also ich bin ja wirklich mit meinen Oldtimer-Dingern. Man kommt immer besser zurande. Es läuft gut. Ich habe jetzt endlich einen guten LKW gefunden, der auch die Berge hochkommt, wenn er voll beladen ist. Mhm. Und ja, das gefällt mir. Das gefällt mir immer noch. Die Produktionen werden mehr. Und ich glaube, dass ich da auf Seasons umgestiegen bin, war auch eine sehr gute Entscheidung. So, wieso kann ich das jetzt bitte mal hier Feld erstellen? Mal gucken, ob man den grünen Streifen hier wegbekommt. Ja, geht. So, gut, dann werde ich gleich eine Stubbenfräse holen. Dann kann ich das Feld hier fertig machen. Beim Flügen bin ich fast durch. Jo. So. Was ist denn jetzt? Ich hab den doch abgesägt, den Baum. Oh, hier wird's dunkel. Hier fliegt gerade ein Ballon drüber. Ich sehe nichts mehr. Ich muss Licht, glaube ich, Licht anmachen gleich. Komm, geh weg da. Geh aus meinem Licht. Noch ein Baum? Den hab ich doch. Nee, ich muss ja kalken, muss ich ja auch noch. Oh. Ja. Kann eigentlich unser Düngerstreuer auch kalt? Nein, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Hoffen wir mal. So, hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe doch schon alle Bäume jetzt abgesehen, sie fix. Da ist doch gar nichts mehr, oder? Da steht noch einer. Ja, aber der stört dich doch nicht. Lass doch den Baum da in Ruhe. So, dann probieren wir das nochmal so. No. Komm, zieh an. Nein, anders. So habe ich das nicht gesagt. So. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt aber. So. Gut, dann hängen wir den zweiten Baum da noch mit an und dann schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. Hä? Wieso hast du jetzt einen entastet, einen nicht, oder was? Ja. Ah, sehr gut. Und ich tucke mal mit 15 km/h zum Sägewerk runter. Na, ich glaube, das Ergebnis werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Oh ja, da hast du, glaube ich, recht. Na dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten und in der nächsten Folge könnt ihr auch noch was lernen. Welcher Baum bringt mehr Geld?
Einschalten ist wieder gefragt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, auch von mir kurz und knapp. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut. Ja. Bis dann.